Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum vertiefenden Teil zu dem wirklich wichtigen Thema. Mehr Ladenbesucher, mehr Umsatz, wie geht das? Und das ist ein Podcast, den wir jetzt aufnehmen, YouTube, praxisnah. Und das ist das, was ich einfach mag bei Andreas. Praxisnah, nicht hochgestochen, sondern das ist ein Typ, den kann man anfassen und der kommt aus der Praxis und weiß, wie es geht. Und für wen ist dieser Podcast alles interessant? Es ist für den Ladenbesitzer interessant. Es ist nicht für den Großkonzern. Es ist wirklich für denjenigen, wir gehen durch die Einkaufsstraße, für unseren Friseur, es ist interessant, für unseren Schlachter, es ist interessant, für unseren Apotheker. Wie bekomme ich mehr Leute in den Laden rein? Wie generiere ich dadurch mehr Umsatz und wie werde ich halt attraktiver als Geschäft? Ich hoffe, Andreas, ich habe das richtig zusammengefasst. Für all die Zuhörer, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, stelle ich bitte einmal kurz vor und ja, und dann lass uns starten. Danke, Carsten. Perfekt zusammengefasst. Ja, zu mir kurz. Ich bin der Andreas Ahatz von der Kundenmaschine. Seit 2007 bin ich im Marketing unterwegs und erfinde immer wieder mit meinem Partner, den lieben Christian Heim, Marketing-Systeme und hier für lokale Ladenbesitzer, speziell dieser Podcast. Okay. Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Wie gesagt, ich komme aus dem Dorf, nebenan ist eine Stadt und unsere Einkaufsstraße ist seit 25 oder 30 Jahren da und ich habe das Gefühl, sie trudelt so vor sich hin. Mal geht es ein bisschen mehr, dann werden ein paar mehr Blumen gepflanzt und das war es dann auch, um es attraktiver zu machen. Ja, erzähl mal praktisch was aus deinem Leben. Wie läuft es einfach? Oder wie machst du es aus der Praxis? Genau. Wie ich das mache, also wir machen, wenn wir einen Kunden gewinnen, dann immer ein Onboarding, schauen uns genau nochmal alles an, was er hat, und da finden wir immer wieder Ressourcen, sogenannte Schatzkammern, wahre Schatzkammern, keine Truhen, wie zum Beispiel, wenn jemand ein Kassensystem hat, ein digitales, ist alles drin gespeichert. Man darf diese Kunden, wenn sie eingewilligt haben nach DSGVO, dann auch per E-Mail anschreiben. Man darf sie per Telefon kontaktieren. Da gibt es so viele Stellschrauben, die immer unterschiedlich je nach Branche und Geschäft sind. Auch eine Dienstleistung. Also nicht nur, wo man Produkte kaufen kann, wie Handtaschen, Schuhe oder in deinem Beispiel auch Döner, sondern auch Dienstleistungen, wie zum Beispiel Musikschulen und so weiter. Da funktioniert das auch hervorragend. Okay, gut, jetzt bin ich gerade mal bei mir in unserem Geschäft, wo wir auch Kleidung einkaufen, da gehe ich rein und bezahle. Also da fragt mich keiner nach irgendwelchen E-Mail-Adressen oder so oder wie. Ja, genau, machen die nicht. Punkt. Genau. Das ist dieser Punkt, es machen nur sehr wenige. Ich war bis jetzt bei einem Geschäft, das ist ein Kosmetikhersteller mit so einem japanischen Touch. Ich sage jetzt nicht die Marke. Und ich habe schon geschmunzelt, wie ich mit meiner Freundin reingegangen bin, weil ich erkannte, die haben sowas auf ihren Tresen. Und wir machen das mit zwei verschiedenen Varianten. Das heißt, ein Besucher geht in den Laden rein, kauft oder kauft nicht. Der scannt einen QR-Code ein, um Mitglied in diesen VIP-Club oder Mitgliederbereich oder je nachdem, wie der Kunde das nennt, sich einzutragen, um Gutscheine, Angebote, Rabatte und Aktionen zu bekommen, die es nur da drin gibt, in diesem VIP-Club, der kostenfrei ist. Oder wenn jemand kauft, dann hat man den so oder so im Kassensystem drin und kann ihn auch nochmal hinweisen, ob er denn hier Mitglied werden will, kostenfrei. Und somit hat man gleich einen Besucher in einen Kunden umgewandelt, den man später zum Stammkunden gewinnen kann. Das ist ja einfach, wenn man es macht. Ganz einfach. Genau. Also da ist dann, das geht ja mit dem Handy, geht es ja einfach. Das ist einfach ein QR-Code irgendwo auf dem Tresen, plapp, ich klicke drauf und dann kann ich schon mich registrieren praktisch. Genau. Die Mitarbeiterinnen im Laden werden von uns auch noch angewiesen, wie dieser Vertriebsprozess funktioniert, dass die auch wirklich freundlich mit den Besuchern sprechen oder mit dem Kunden und ihn vorteilshaft hier in den Club reinbringen.
Und dann kann ich auch so jetzt einfach gesagt auch einen Dönerclub machen, ja, im Grunde genommen. Genau, geht mit Döner genauso, geht mit allen Produkten, wo praktisch Besucher reinkommen, etwas kaufen können und man kann bei einem Dönerclub, wir hatten jetzt noch keinen Dönerladen, aber dort kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie so einen Döner-VIP-Club machen kann, mit Gutscheinen und so weiter oder mal jemanden empfehlen, mitnehmen, also kann man auch viel machen. Ja, das ist das, weil ich stelle mir es ganz witzig vor. Also ich stelle mir es wirklich witzig vor, wenn ich in meinem Dönerladen dann sage, boah, weißt du was, ich bin in unserem Dönerclub da mit drin. Und dann, gut, ist ein bisschen Gelächter wahrscheinlich in einem Freundeskreis, aber es hat einfach was, weil es ja eine Emotion ist, die da verkauft wird. Genau, wenn zum Beispiel im Gastrobereich, bleiben wir jetzt mal bei diesem Dönerclub, sagt, ey, ich habe jetzt was Neues, ich habe jetzt auch einen Lieferservice in der Stadt ab 10 Euro, dann kann ich das jedem schicken und habe sofort mehr Umsatz und vermutlich auch Stammkunden generiert. Ja, ist so. Also das ist ja, da muss man halt gucken, was passt zu welchem Geschäft. Also jetzt nehmen wir mal wieder weg, nehmen wir mal den Friseurladen, der um die Ecke ist, weil ich wundere mich immer, wie viel Friseurläden es gibt. Ich meine, gut, bei deiner Frisur ist das ein bisschen nicht so aufwendig. Schwieriger. Schwieriger nicht als weiß ich nicht, vielleicht ist er auch zum Friseurladen, aber zumindest, aber wie viele Friseurläden gibt es in einer Stadt? Das finde ich immer völlig irre. Ja, das sind sehr, sehr viele. So ziemlich gefühlt in jeder Straße ist irgendwo ein Friseur, ja. Da gibt es auch Automatismen. Bei den Friseuren ist es so, dass meistens der Termin ausgemacht wird, wenn man ja fertig ist nach dem Haare schneiden. Die freundliche Dame dann fragt, ob man einen neuen Termin ausmachen will und so weiter. Da kann man natürlich auch das System anwenden, dass man eine Bewertung braucht und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Dinge, wie auch Gutscheine, wo man dann die Freundin mitnehmen kann zum Friseur. Also gibt es auch bestimmt sehr viele Dinge, ja. Ja, ich stelle mir es, wenn es systematisch ist, ich bin ja ein Freund der Systematik, hinter, weil man ja viele Leute im Griff haben muss oder viele Kunden, die kommen nur rein und weg, sonst ist das ja reiner Zufall, ob jetzt jemand reinkommt oder nicht reinkommt, aber je mehr Leute ich habe, mehr qualifizierte Kontakte, ja, umso emotionaler ist das Ganze dann ja auch. Ja. Friseure haben wir ehrlich gesagt noch nicht in unserer Kundenkartei, haben wir bis jetzt noch nicht so forciert. Eher Schulen, Produkte, also Edelprodukte wie Möbellieferant im Luxusbereich, wo so ein kleiner Stuhl mal schnell 650 Euro kostet vom Designer sowieso. Genau, solche Dinge. Schulen, welche, was, in welch, was sind, was für Schulen sind das? Zum Beispiel Lernschulen oder Schulen wie Gitarrenunterricht, Musikschulen, sowas in diese Richtung. Also keine Schulen vom Staat jetzt, oder? Nee, die kriegen ja Zwangs zugewiesen, die Kinder. Also. Genau, die müssen da rein. Das ist ja der. Ja, wie ist das denn ja bei Musikschulen? Wie seid ihr da vorgegangen? Also grundlegend immer zuerst eine Analyse, wie sieht die Webseite aus, welche Profile in den sozialen Medien haben die, müssen die aufgewertet werden? In den meisten Fällen ja. Und dann machen wir Folgendes, dass wir immer eine individuelle Marketingstrategie mit dem Inhaber oder mit den Inhabern dann ausdiskutieren, uns ein paar Meetings machen, die Ideen vorbringen, die dann umsetzen und die können so aussehen, dass in den meisten Fällen ist es wirklich immer so, dass die Leute dann eine E-Mail bekommen, dass die sich in E-Mail-Verteiler eintragen und dort auch Videos bekommen, die wir oder der Inhaber dann auch abdreht, je nachdem, wie qualitativ hochwertig die sein müssten. Und somit immer wieder, meistens im 14-tägigen Rhythmus, dann eine E-Mail zu bekommen oder bestimmte Automatismen, wenn man einen Termin ausgemacht hat, dass man hier informiert wird per WhatsApp, SMS, E-Mail, also nur einmal, nicht zu oft, dass ein neuer Termin da ist. Das machen wir auch so, Terminkalender,
grundlegend alles im kleinen Automatismusbereich. Gut, das ist für den... Genau. Und, Entschuldigung, bitte. Genau. Und für die neuen Besucher, da schalten wir natürlich Werbeanzeigen, Facebook, YouTube, Google und Instagram, dass wir die Zielgruppe erreichen und somit neue Besucher in zum Beispiel hier die Musikschule senden. Und das geht mit 20 Euro pro Tag regional, lokal. Hm. Ja, und das, ich finde das irre, die Macht von Facebook und Instagram. Mein Bruder hat einen Blumenladen, wirklich regionaler Blumenladen ist das hier, und hat irgendwann mal bei Facebook und Instagram angefangen, Bilder zu posten von seinem Laden und die Bilder. Und immer wenn er Angebote hat, dann postet er die und hat eine Followerschaft von ein paar tausend Leute mittlerweile. Das ist so irre. Und, ja. Und die kommen wirklich 30, 40, 50 Kilometer entfernt, bloß weil er da irgendwelche besonderen Palmen auf einmal hat, wo man sagt, boah, das haben wir aber nicht bei unserem regionalen Blumenhändler um die Ecke. Und dann denke ich immer, was für eine Macht dahinter steckt. Ja, das ist wirklich gigantisch. Ja, das war auch meine Schwester hat einen Eiskaffee und dann sage ich, du solltest vielleicht mal auf Facebook gehen. Sagst du, nee, will ich nicht, mache ich nicht und dann weiter. Sag, mach mal ein bisschen was auf Facebook, weil und dann habe ich ein, zwei Sachen für sie einfach mal gemacht im Facebook, weil sie gerade neue Mitarbeiterin suchte. Und dann habe ich es auf Facebook gestellt und sage, hier neue Mitarbeiterin, wir gesucht. Und auf einmal kamen gleich zwei, drei Schülerinnen und sagen, Busu, auf das habe ich gewartet. Hätte sie nie gefunden. Für nur Plakatieren vor Ort. Und das ist so für dieses Beispiel, was für eine Macht einfach dahinter steckt. Ja, das ist einfach das. Also wir haben hier auch eine Eisdiele, die hat super leckeres Eis. Und die haben auch einen Social-Media-Kanal, auf Facebook eine Seite, wo zwischendurch wieder mal im Sommer ein Eisbecher gepostet wird oder mal ein Frühstück. Die haben auch so italienisches Frühstück. Was machst du dann? Du denkst dir, ah, so ein Eis brauche ich. Und dann fährst du hin die nächsten Tage oder sofort, ja. Ja, aber das ist halt, man muss ein System aufgebaut haben. Ja. Um es vernünftig hinzukriegen. Und da liegt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Stärke ja auch, dieses wirklich es systematisch auch zu machen. Genau. Marketing-Systeme sind sehr mächtig, wenn man diese dann gezielt einsetzt, Strukturen aufbaut, um somit dann je nach Branche immer wieder das individuell zu schaffen, das Ziel. Okay. Also für mich, das ist jetzt meine kleine Herausforderung bei unserem Interview, das ist völlig logisch. Also für mich ist das völlig logisch und ich frage mich immer, warum sind nicht die Leute schon mehr digital? Ich meinte, wenn ich einen YouTube-Kanal unterhalte, dann bin ich ja digital ganz weit vorne. Oder was heißt, ist für mich so eine sehr Selbstverständlichkeit und darum kann ich mich eigentlich gar nicht so in die Rolle reinversetzen von deinen Kunden, welche Hemmnisse oder Herausforderungen da sind. Könntest du aus dem Nähkästchen mal so ein bisschen plaudern, was Leute eigentlich davon abhält? Oder ja. Ja, das sind auch immer wieder so Dinge, wie du schon sagst, ist ja ganz was Normales, ist logisch, macht man vielleicht auch in seiner eigenen Agentur oder wenn man digital unterwegs ist. Aber diese Leute denken ein bisschen anders. Ich hatte mal einen Kunden, was heißt, ist immer noch ein Kunde, und ich werde es vielleicht in Kürze auch schaffen, den zu überzeugen, in Anführungszeichen, doch umzudenken, weil der hat damals, wie wir das Gespräch geführt haben, über 800 Kunden, die bei ihm gekauft haben, in einer Liste fein säuberlich sortiert mit Anschrift, Umsatz, Telefonnummer, E-Mail, also wirklich ein Traum, ja. Wenn man so eine Liste hat. Der verkauft Produkte im 3-, 4- und 5-stelligen Bereich pro Kunde. Also wenn ein Kunde bei ihm kauft, hinterlassen die mindestens einen mittleren 3-stelligen Bereich hier eine Summe. Mhm. Und wie ich dann ihm dieses Konzept vorgestellt habe, dass das wirklich ganz einfach ist, dass es auch nicht viele Ausgaben braucht, sagt er, ja, aber Herr Achatz, wenn meine Kunden dann von mir per E-Mail angeschrieben werden, dann ist das ja Werbung und Spam.
Dann sagte ich, ja, aber Ihre Kunden haben ja zugewilligt, die haben ja eingewilligt, dass sie diese Aktionen und so weiter haben möchten. Nö, Arzt, das geht nicht, das müssen wir uns nochmal überlegen, aber ich denke, da wird nichts passieren. Das ist Werbung, das ist Bomb. Da beschädigen wir unseren Ruf. Genau, und das ist so in den meisten Fällen wirklich genau identisch, diese Geschichte, dass die das als störend empfinden, weil sie, denke ich mal, auch jeden Tag bombardiert werden mit Dingen, die sie nicht wollen, weil sie sich auch nicht eingetragen haben. Und dann ableiten, okay, das ist Spam, das wollen bestimmt meine Kunden auch nicht. Ja, das ist ein super Beispiel für, wie denke ich oder ja, über Social Media und alles nach. Also es war bei mir, als ich anfing auch, sagt, boah, Augenblick mal, ich hätte mir nie vorstellen können, YouTube-Video zu haben, Podcast und. Und wo jemand dann sagte, nee, Carsten, das wird irgendwann bei dir alles regelmäßig passieren, vertraue dem Prozess. Und dann habe ich gesagt, okay. Und das Erste, was ich, meine Aufgabe war, beschäftige dich mal mit Social Media, beschäftige dich mit Facebook, Instagram, weil ich habe ja auch einen Trainer an meiner Seite. Und dann habe ich festgestellt, wie ist meine Einstellung zu dem Ganzen? Und nachdem ich die erstmal überarbeitet hatte, hat sich es bei mir gelöst und habe gesagt, ja, okay, jetzt kann ich es machen. Aber ich musste auch durch diesen Prozess. Also das finde ich halt so spannend, was du gerade erzählst. Dieser Prozess, die Angst als Verkäufer dazustehen, jemanden etwas anzudrehen, das ist, denke ich mal, auch so eine Herausforderung, weil Menschen hassen es, einfach verkauft zu werden, aber lieben es zu kaufen. Stimmt. Das ist gut. Den merke ich mir. Also das ist wirklich, ja okay, aber das ist, auf der anderen Seite wundert sich wahrscheinlich jemand, wenn er dann irgendwann immer weniger Kunden kriegen, weil halt auch vieles übers Internet läuft. Es gibt auch viele Dinge, die ich heutzutage einfach sage, boah, ich suche das, ja, dann gehe ich auch schon gar nicht mehr bei Google oder so rein, sondern gleich bei Amazon rein, weil ich sage, okay, da ist eine Zuverlässigkeit drin, erledigt und durch. Wenn ich natürlich wüsste, dass mein Geschäft das um die Ecke hat, würde ich ja auch hinfahren, geht ja viel schneller. Aber mir fehlt einfach das Wissen. Ja. Genau, da gibt es ja auch Systeme, die wir damals angebunden haben, diskutiert mit Startmarketing, etc. Dass es zum Beispiel so Click-and-Collect-Dienstleistungen gibt und das würden diese lokalen Läden auch anbieten. Also die meisten waren da auch so, dass die dann sagten, ja, Lieferung, überhaupt kein Problem, können wir machen, nach Ladenschluss. Das würden die auch machen. Also Click and Collect oder Lieferung ist überhaupt kein Thema. Und so erhält man das eigentlich schneller wie bei anderen großen Versanddienstleistern. Morgen bestellt, Abend vor der Haustüre. Genau. Halt öffnen für die Idee. Oder zumindest mit sich damit beschäftigen, das sage ich ja immer. Genau. Gut, jetzt hatten wir ja eben denjenigen, der sagte, boah, Augenblick mal, Herr Achatz, das ist ja Spam, das ist ja Marketing, das will ich nicht. Welche Dinge stehen da noch wo stehen die Leute sich denn noch im Weg? Die stehen sich noch im Weg. Die Angst zu investieren, haben wir auch gemerkt, dass die vielleicht auch schon Bezug zu anderen Marketingagenturen gehabt haben oder zu anderen Leuten, die eine Webseite gemacht haben, aber eine Webseite alleine bringt jetzt keine Kunden. Man muss immer ins Marketing investieren, ist so unsere Devise, immer eine Strategie, immer einen Plan haben, wie man welches Ziel in welcher Zeit erreicht. Und da fehlt es den meisten auch, dass die nicht wissen, was man machen müsste oder könnte, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, entweder verschließen sich diese Leute oder sind einfach nicht wirklich informiert, was es alles gibt. Ja, das Transparenz. Es fehlt einfach Transparenz und ja, ich denke mir jetzt auch gerade, was muss man investieren, was hat man da? Dann hat man irgendwann gehört, ich muss Tausende von Euro machen und habe eine Internetseite und eine Internetseite alleine verkauft ja nicht, sondern ja, sie ist halt da. Also bin ich ja mein, sie ist einfach nur da. Man muss sie haben, aber sie ist einfach nur da. Ja, außer man macht jetzt lokales SEO, das ist noch relativ kostengünstig.
Ja, das ist nur ein Ding. Dann landen die Leute auf meiner Webseite, aber ich muss die ja dann zu Umsatz transformieren. Und das funktioniert am kostengünstigsten unserer Meinung nach, wenn wir Besucher im Ladenlokal haben. Dann sind die vor Ort, können sich via Smartphone eintragen und werden wieder angesprochen, weil viele bummeln auch nur. Die schauen in den Laden rein, das war's, gehen wieder raus und kommen vielleicht nie wieder. Mhm. Ja, und wenn ich die Daten habe, es gab ja einen Grund, warum sie in den Laden reingekommen sind. Also wenn mich es nicht grundsätzlich interessiert, gehe ich da nicht rein. Also ja, irgendein ein Impuls war ja da. Und wenn man diesen Impuls, wenn ich es ja richtig verstehe, nutze und er es zumindest registriert und sagt, hey, das ist ja interessant, das ist ja im Unterbewusstsein, der Laden könnte für mich interessant sein. Hier gibt's etwas, was ich will und ich möchte die Information haben. Ja, aber wenn er gar nicht die Möglichkeit hat, mit dem Laden in Kontakt zu bleiben, ja, dann war es einfach nur jemand, der im Laden war. Ja, dann war ich drin. Der kommt nie wieder, weil er vielleicht jetzt aktuell nichts gefunden hat, ist aber interessiert, weil warum würde er sonst in den Laden reingehen und kann den später nochmal ansprechen, ja. Und es hat auch noch weitere Vorteile, dass man, wie jetzt zum Beispiel diese Black, du weißt schon, Aktion. Ach ja. genau, das ist ja dieser Verkaufsschlager schlechthin in den USA. Aber viele machen jetzt erst Werbung. Und diese Werbung sollte man eigentlich schon im Januar starten, damit man eine Liste aufbaut und diese Leute dann anschreiben kann und nicht erst wartet, bis es soweit ist. Ja, weil ich die, dann habe ich ja die Basis. Ich habe ja genug Kontakte, more contacts, more contracts, sage ich ja immer, dass man es einfach hat und sagt, okay, und jetzt kann ich ja gezielt was machen. Und sei es eine Frühjahrsaktion, Weihnachtsaktion oder was ich ja persönlich auch super cool finde, einfach so ein Tag der offenen Tür und sagt, Mensch, hier, uns gibt's jetzt ein Jahre, zwei Jahre und dann stelle ich mir das gerade vor, wie viel Geld wird investiert in dann in dem in Zeitungswerbung, Flyer und. Ja. Und was geht da verpufft? Aber wenn ich vorher die Datenbasis habe, dann habe ich ja die Leute, die mich mögen oder zumindest Interesse mit meinem Laden haben. Genau. Und ich kann das sogar segmentieren an Kunden, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür, kann ich meine Stammkunden einladen, weil ich das sehe im Kassensystem drin, wie viel Umsatz die Leute erwirtschaftet, was heißt gemacht haben im Laden oder auch in den einzelnen Filialen. Diese Kassensysteme sind ja heutzutage sehr gut in der Segmentierung. Und da kann ich alle, die wirklich Umsatz hinterlassen haben, einladen. Stimmt. Und den kann ich auch noch gezielt. Man kann ja wirklich auch ein VIP, ich sag mal 100 Club machen, die besten 100 Kunden und nochmal was völlig andere Idee machen. Ja. Und ich bin auch davon überzeugt, je digitaler wir werden, umso mehr kommt der Wunsch nach persönlicher Kontakt. Ja. Genau, genau. Digital werden ist unserer Meinung nach so in den nächsten 2 Jahren wird es immer mehr forciert werden, dass Ladengeschäfte mehr und mehr digital werden. Wie früher, man braucht ja eine Webseite. Und jetzt braucht man dann einfach, dass man digitaler wird. Ja, ist einfach so. Es geht um die Differenzierung. Und wie kriege ich meine Kunden oder ich mich differenziert bei dem Kunden? Wie bleibe ich hängen bei meinem Endkunden? Mhm. Mhm. Ja, welche Dinge gibt es noch so, wo du sagst, Mensch, hier, darüber mussten wir unbedingt nochmal sprechen oder so, weil du bist der Experte, nicht ich. Mhm. Worüber wir noch sprechen müssten im Bereich Ladengeschäfte. Gut, es gibt immer wieder Dinge, die uns dann einfallen. Wie vor kurzem hatten wir ein Gespräch mit jemandem, der Kinowerbung macht. Der kann Kinowerbung in verschiedenen Kinos einblenden, so wie man das einfach braucht. Und der macht auch noch Verkaufsvideos, wie so ein Teleshopping-Kanal. Muss man sich das vorstellen. Und da hatten wir dann die Idee, dass man sowas ja auch bei Kunden machen könnte, die ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, das
erklärungsbedürftig ist oder die Benefits, die Vorteile in den Vordergrund zu stellen. Und so ein Video, das muss nicht lange sein, das kann man auch mit einem Smartphone drehen, 1,5 Minuten, und schon kann man hier eine E-Mail-Serie raussenden an seine Kunden und sagen, okay, ich habe hier 100 Stück vom Stuhl XY, der ist jetzt wahrscheinlich schnell weg. Die ersten, die hier bestellen, bekommen den Stuhl, und dann kann man 2 Tage später nochmal eine E-Mail senden. Also genauso wie Flash Sale funktioniert, dass nur noch 20 Stühle da sind und der jetzt zum Rabatt angeboten wird, 5% weniger. Genau. Da gibt es viele, viele Dinge, die uns immer wieder einfallen. Ja, das ist das Coole, weil ich mir gerade eben so gedanklich gesagt, wieso geht das? Weil ihr die Datenbasis habt und die Zustimmung von den Kunden, bitte, ich möchte darüber informiert werden, die dann ja auch dankbar sind, dass sie diese Info kriegen, weil sie dann halt ja einen besonderen Rabatt kriegen oder auch besonders angesprochen werden. Genau, das ist ganz wichtig. Die wollen das, die haben zugestimmt und die wissen, warum sie diesen Newsletter bekommen. Genau, wenn's sie nervt, dann können sie es ja auch abbestellen. Das ist ja das kleinste Problem. Genau, dann können wir das abbestellen, aber die sind immer noch in der Datenbank drin, ja. Genau, aber zumindest ist das ja so, es ist ja keine Belästigung. Ja. Und wenn sich belästigt fühlt, ja gut, dann du hast zugestimmt, dann musst du es halt wieder abmelden. Aber das ist nur eine ganz geringe Prozentzahl, sagt mir meine Erfahrung, weil die Leute wollen informiert werden und die wollen auch mehr informiert werden als andere, dass sie sagen, hey, bei meinem Laden um die Ecke läuft gerade was. Und die haben halt, ja, First Mover, First Content, also die wissen etwas, was der Nachbar nicht weiß. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja. Oder die nehmen Freundinnen mit zum Bereich, im Bereich Damenhandtaschen. Dass es eine bestimmte Handtasche gibt, die sehr gefragt ist, dann nehmen die Freundin mit. Oder bekommen einen Gutschein und kaufen dann in der Stadt ein. Also, oder einen Rabatt. Ja, gut. Wichtig ist halt, diese Emotionalität aufzubauen. Beziehung, und ich habe die Möglichkeiten über die Kommunikationsplattform, die ihr mit aufbaut und unterstützt. Weil das macht ihr doch alles. All diese Sachen, sag, hey, ich bin jetzt ein einfacher Ladenbesitzer, will damit nichts zu tun haben, aber ich weiß, ich muss das haben. Da kommt auch eure Dienstleistung rein, oder? Genau, genau. Auch im Thema Bewertungen. Wenn ich Google-Bewertungen brauche, Bewertungen sind ja diese Währung des Internets. Wenn ein Laden 100 Bewertungen hat, die positiv sind, und dann kommen 5 Bewertungen, die negativ sind, dann kennt man das auch am Umsatz, denn diese 5 Bewertungen reißen alles nach unten. Mhm. Und wir haben da auch ein System entwickelt, das nur die positiven Bewertungen durchlässt und die negativen Bewertungen zum Mitarbeiter oder zum Chef direkt, dass man auf diesen negativen Kunden reagieren kann und trotzdem vielleicht noch einen zufriedenen Kunden daraus formt. Mhm. Das ist ja spannend. Und wie gesagt, Bewertung ist das Gold des Internets oder was? Genau. Die Währung des Internets. Die Währung des Internets. Genau. Also für alle Ladengeschäfte oder auch für Dienstleister und so weiter. Wenn du viele gute, positive Bewertungen hast, die auch nachvollziehbar sind, also wir sagen da immer so 4,5, 4,7, sowas ideal, weil man hat ja auch ein paar 4-Sterne-Bewertungen mal, das auch ganz ehrlich ist. Man kann ja nicht immer nur 105-Sterne-Bewertungen haben. Das wäre irgendwie unrealistisch. Genau. Deswegen hier so 4,5, 4,7. Okay. Also das wird auch alles mit aufgebaut oder dann müsste das verknüpft werden. Ja. Genau, genau. Stimmt. Das geschieht alles so im Hintergrund automatisch mit diesen E-Mails. Okay. Gut, da, wie gesagt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, aber klar, ich habe jetzt gerade bei mir Revue passieren lassen, wenn ich auf die Internetseite gehe, oder was ist das gerade, wenn es ein Shop ist, ja, wie sind die Bewertungen? Und interessanterweise, gut, die ganzen positiven überlese ich. Ich bin ja ein typischer Durchschnittsmensch. Und dann sage ich, was lief denn nicht gut, oder was war bei dem Produkt nicht so gut? Und wenn das blöd geschrieben wird, sage ich, okay, dann blende ich sie aus. Wenn einfach nur gemeckert, es gibt ja Menschen, die meckern einfach nur. Dann sage ich, nee, komm. Aber dann
Aber es gibt, hat einen Einfluss. Zu den Bewertungen ist es auch so, dass diese negativen Bewertungen auch positiv sein können, wenn irgendwo an was gemeckert wird, was für jemand anderen gar nicht relevant ist. Genau, also das ist, darum muss man sich die Bewertung auch angucken. Oder ich gucke sie mir dann auch an. Sag, hat das überhaupt einen ausschlaggebenden Grund, wenn er sagt, ja, die Verpackung ist doof gewesen. Man hätte es besser verpacken können. Interessiert mich nicht. Mich interessiert das Produkt da drin. Und dann sage ich, okay, aber dann sind die, ist der Rest auch real, wenn die restlichen Bewertungen alle gut sind. Sag ich, ja. Ja, welche Frage habe ich denn nicht gestellt, wo du sagst, Mensch, Carsten, die hättest du aber gerne nochmal stellen sollen? Mhm. Ja, ob wir was kostenfrei haben. Ja, genau. Also die Antworten sind immer spannend auf diese Frage. Ja, genau, richtig. Habt ihr was kostenfrei? Entschuldigung, Andreas, ja. Also wir haben auch Angebote, ähnlich wie, sagen wir, Ladengeschäfte, die diesen psychologischen Effekt nutzen. Haben wir auch was, wo wir unsere Strategien einfach erklären, so aus der Vogelperspektive, auf was es ankommt, was man machen muss, was es überhaupt alles so gibt. Und da haben wir ein paar Strategien vorgestellt, auch so ziemlich die lukrativsten, würde ich mal sagen, die einfachsten und effektivsten. Die gibt's auf der Kundenmaschine. Ich weiß nicht, die URL, wie kannst du die einblenden? Oder die ist unten mit drin, aber sonst ist wieder www.kunden. Genau. Wie ist das nochmal? Kunden-maschine.de. Genau, /lokal-start. Okay. Aber wenn man auf eurer Internetseite ist, denke ich, wird man da schnell auch gut was finden. Genau, genau, da sieht man das auch. Ja. Ja, stimmt, das ist ja auch wichtig. Das ist halt Aufbau, digitaler Aufbau, Vertrauen. Das ist ja das, was wir machen. Menschen auch zu informieren und feststellen, hey, passt der Andreas zu mir oder nicht, weil das sind ja sehr viele Bauchentscheidungen beim Unternehmer oder Unternehmerin damit bei. Ja. Okay, da sind die Strategien auf jeden Fall schon mal mit aufgezeigt oder welche Strategien auch gut funktionieren. Gut, in der Umsetzung braucht man einfach auch einen Experten dabei, weil was nützt das, wenn ich ein Buch über wie lerne ich Autofahren lese? Ich muss einsteigen ins Auto und fahren. Nur so kriegt man es machen. Also von daher ist es aber wichtig zu sagen, hey, mit welcher Fahrschule möchte ich das Ganze machen und wer hilft mir dabei, damit ich auch ankomme. Genau. Ja, welche Frage habe ich denn noch nicht gestellt, wo du sagst, Mensch, Carsten, da ist ja noch ein Punkt, der ist auch nochmal wichtig. Ich wüsste jetzt rein spekulativ jetzt nichts, was du noch nicht gefragt hättest, wobei sich unsere Dienstleistung oder auch der Mehrwert erklärt, ja. Also das Einzige, was ich noch sagen kann, dieses Ladensterben in den Innenstädten muss nicht sein, in vielen Fällen. Natürlich in einigen schon, wo man sagt, es sind einfach so viele gesetzliche Vorschriften jetzt, dass sich das nicht mehr lohnt, außer ich erhöhe meine Preise, aber das ist dann auch wieder dieser Widerspruch. Man würde ja nichts zu teuer kaufen, wenn man es im Supermarkt sehr viel günstiger bekommt, zur gleichen Qualität. Aber in den meisten Fällen muss dieses Ladensterben nicht sein. Ja, also denke ich auch. Das ist halt, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und ja, gerade als Selbstständige, es gibt immer wieder Veränderungen, es gibt immer die Sachen, der sich am besten und am schnellsten anpassen kann auf die natürlichen Veränderungen, wird überleben. Und der andere, der ein Dinosaurier bleibt, der stirbt aus. Und ist deren Entscheidung, Punkt, auszusterben. Die verschließen sich einfach und man kann nicht jeden missionieren. Genau. Gut. Okay, also, liebe Leute, wie ihr mitbekommt, entweder ihr geht mit der Zeit oder ihr geht mit der Zeit. Und ja, wie ich immer sage, Geld folgt dem Erfolg, kümmert euch um euren Erfolg und baut das auf, was euch erfolgreich macht. Und dann kommt auch der Energieausgleich hinterher. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Daumen hoch immer sehr gerne und auch ruhig in den Kommentar reinschreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen.
weil wir sie auch entsprechend beantworten. Ja, Andreas, das Schlusswort, das gehört dir. Bitteschön. Ja, danke erstmal, Carsten, für dieses super fantastische Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich werde dich weiterempfehlen, wenn du noch weitere interessante Menschen brauchst. Wir beide sind ja im größten Business-Netzwerk, das es so gibt und auch in dem schönsten. Ja, Leute, wenn ihr ein Ladengeschäft habt, sprich, ihr bietet eine Dienstleistung lokal an oder verkauft auch Produkte, könnt ihr euch gerne an mich wenden für eine kostenfreie Analyse, was bei euch denn überhaupt möglich wäre. Ich kann euch auch aufklären und würde mich freuen, euch auch kennenzulernen. Ja, viele Grüße von der Kundenmaschine, kann ich nur sagen. Ja. Danke. Und schöne Grüße von Carsten, von der Mentoring Akademie. Bleibt alle fit, bleibt alle gesund und ich freue mich auf das, was da noch alles kommt, weil wir haben eine richtig gute Zukunft vor uns. Das weiß ich einfach.